Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, wirklich Sekunden-Herzschlag-Finale mal wieder hier und es gibt einige Sachen, die ja abzudaten sind, die es Neues gibt, aber wo fange ich eigentlich an? Ich fange mal in der Builderbase an und möchte mich dafür bedanken für die vielen Tipps und Tricks, die ihr mir gegeben habt. Ich habe mittlerweile auch eine Builder Hall 5 Base und bin dabei, meine Lager auszubauen, denn ohne Lager bekomme ich hier die Babydrachen nicht auf Level 10, denn ich spare mir erstmal die Kampfmaschine, also ich glaube, die brauche ich nicht wirklich, denn ihr seht das hier mal in meinem Log, die Leute, die haben, also die greifen doch eher recht als schlecht damit an. Ich denke mal, mit den zusätzlichen Babydrachen, die es dann dazu gibt, bin ich hier viel, viel besser bedient. Also ich werde erstmal die Babydrachen hier auf 10 bringen und werde dann mal sehen, wie ich hier weitermache. Aber ihr habt es auch im Thumbnail gelesen, ich habe Post bekommen von Supercell. In welcher Form, das werde ich euch gleich zeigen, aber erstmal, denke ich mal, machen wir hier die Miner fertig, die brauchen noch eine Stunde und dann hauen wir mal die 20 Gems hier raus, denn ich denke, meine Post wird es wieder auffüllen. Hurra, ihr seht es da, Player Support hat mir geschrieben, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Juwelen vom Local Clash in Köln, dann sammeln wir die auch ein, denke ich mal, und so, already time, 1000 Gems dazugekriegt, jawohl. Wunderbar, richtig krasse Sache hier. Vielen, vielen Dank und auch vielen, vielen Dank für dieses echt schöne Turnier. Ja, ich hatte ja, glaube ich, auch schon angedroht, dass ich hier meinen Heilzauber weitermachen werde. Ich habe es also gerade so geschafft, die 6 Millionen jetzt hier reinzufarmen für den Heilzauber. Denn ich habe ja gestern noch eine Mauer gemacht mit 3 Millionen und hatte schon Sorge, oh, jetzt kriegst du das Zeug nicht rein. Aber ich kann natürlich jeden anderen Zauber auch machen, aber ich denke mal, der Heilzauber ist im Moment der... der in meine Armee, glaube ich, am besten mit reinpasst und deswegen machen wir den. Jetzt haben wir zwar nur noch 400.000 Elixier, aber ich habe reichlich hier drin, also von daher habe ich hier auch hochgefarmt. Ihr seht das, ich bin bei 3.799 Pokalen. Mir fehlt genau ein Poki für die Champions League 1, also auch richtig krass. Ich bin ja schon seit Tagen hier oben. Und Eier hier so ein bisschen rum, verliere natürlich auch mal so ein bisschen, das seht ihr so ein bisschen hier. Ja, Defense los, aber die meisten Pokale mache ich natürlich mit gewonnenen Defenses. 35 hier unten, 29 da oben. Und also wirklich ein schönes Ding hier. Aber warum eigentlich Herzschlagfinale? Das gucken wir uns jetzt mal an. Und ihr seht hier ein 53-53 als Endresultat. Oh, wieder ein Unentschieden. Mann, Mann, Mann. Und das war so hammerspannend hier, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Denn der Gegner hier hat bis eine Minute vor Schluss 53-52 vorne gelegen und musste unbedingt noch ein paar Prozente machen. Das heißt, wir gehen hier einmal rein. Ihr seht es aber jetzt schon am Ergebnis. Unseren letzten Stern hat dann am Ende der King Arthur hier geholt und der Gegner hat auch nochmal 59% gemacht. Aber es hat nicht gereicht. Wir haben hier echt mal nach Prozenten gewonnen und das war wirklich Sekunden vor Schluss. Ihr seht das hier, one minute left. Hier stehen leider nicht die Sekunden, aber ich glaube, sowohl der Sechser, wir wussten, dass er den Master angreift, denn dort waren erst 50% drauf und dort konnte er mit einem Zwei-Sterner prozentual nochmal ein bisschen was für seine Mannschaft wegmachen. Und auf die Nummer 8 waren 99% schon drauf. Das heißt, uns brachte nichts mehr an großartig Prozenten, sondern wir mussten den Stern haben und den hat der Arthur hier am Ende reingeholt. Also wirklich, wirklich, wirklich knappes Ding hier und ihr seht, hier oben ist auch reichlich offen. Wir mussten die zwei sogar auflassen, denn dort wäre ja auch noch der zweite Stern drin gewesen und ein paar Prozente, aber das war hier mal wieder ein hartes und zartes Stück Arbeit, was wir hier verrichten mussten. Ich muss mal eben einmal schauen, ob das hier unten 8er oder 9er Bases waren. Ja, ne? Ihr seht hier so ein A-Account, ja, den der Mastengo hier machen hätte gemacht oder hat er ja sogar gemacht. Also so einen haben wir natürlich auch dazwischen gehabt. Aber der hat auch wirklich nichts geholt. Und von daher fangen wir hier oben beim Patrick an mit einem schönen Packerwalk und Hox im Finish.
Also wirklich schöne Kämpfe hier mal wieder. Patrick jetzt auch ein bisschen länger nicht dabei gewesen und hat hier auch gleich 6 Sterne in diesem CK geholt. Zwar keine Plain 6 Sterne, aber zweimal 3 Sterne hier rausgeholt. Einmal diesen Erstangriff hier und danach hat er uns noch einen Stern im RH9-Bereich rausgeholt. Ja, die RH9er hier waren nicht wirklich schlecht. Also die Bases, die Gegner RH9 waren, es geht so. Also oftmals mussten hier 10er ran und auch im oberen Bereich hat der Gegner sehr, sehr häufig mit den 10ern erst auf unsere 11er angegriffen, hat dann auch schon gefailt. Also da waren wir so ein bisschen, kleines bisschen im Vorteil, aber ihr seht es ja selber, ist auch ein Clan Level 13, die wissen auch genau, was sie tun und haben dann wirklich mit ihren starken Angreifern relativ spät bis zum Schluss gewartet, wo noch was zu holen ist, wo geht noch ein Stern, wo geht noch ein Prozent. Und ihr habt es ja gesehen am Ende, es war ultra knapp. Also sowas hast natürlich auch nicht alle Tage. Wir schauen hier weiter rein, hier den Jody Enjoy, den zweiten Account vom Gara auf diese, die Base ist jetzt nicht so super stark, also ich würde sagen, da findet man schon besser im Internet, aber typischer Angriff hier vom Jody auf die Nummer 16, also 16 auf 16 auf gegenüber mit mal wieder 3 Golems, Bolan in Gepäck und dann mit Hox als Finish, meine 17 Hox, ist schon ganz schön viel, wenn man ja bedenkt, dass man 3 Golems mitnimmt hier, die gesamte Base jetzt tanken sollen, dann ist das schon eine ganze Masse. Und viele gehen ja nur mit 2 Golems vor und haben dann dementsprechend mehr Hox, aber hier können natürlich 3 Golems richtig krass diese gesamte Base hier tanken. Und jetzt kommt er von oben mit den Hockreilern hier rein, also auch schönes Finish hier. Hier oben natürlich überhaupt keine Bombe. Denn sowas siehst du in so einer Base natürlich ganz, ganz schnell. Wo sind hier Doppelbomben? Wo muss hier was ausgelöst werden? Und ich denke mal, er hat das hier aber richtig gut gemacht. In der Mitte tankt jetzt richtig krass noch der Golem hier. Meine Herren. Aber die Hox kommen hier zur Hilfe. Und was natürlich ein bisschen dusselig ist, der King da, der muss natürlich jetzt erstmal weg. Aber schaut mal, wie viele Hox hier übrig sind. Die werden sich gleich des Kings hier annehmen und den dann mal eben in Grund und Boden treten, beziehungsweise hämmern. So muss man es da sagen. Oh, da ist noch die Bombe. Oh ne, das macht jetzt der Golem. Der Golem geht auf den King. Jawohl, hier Golem auf King. Auch krass. Habe ich auch noch nicht so gesehen. Und der Golem überlebt sogar noch, denn die Queen kommt ihm zur Hilfe. Und weil der King schön auf den Golem rumgekloppt hat. Ja, schönes Cleanup dann noch hier. Super 3 Sterne vom Jody. Ich konnte dem CK mal wieder nur 2 Sterne hier beibringen. Das heißt also ein auf RA10, ein auf RA11. War nicht mein bester Krieg hier, aber ich riskiere im Moment auch relativ viel, muss ich sagen. Denn ich bin noch so ein bisschen geflasht von unserem Event vom Wochenende. Und deswegen habe ich mir tatsächlich bei dem 10er gedacht, Thorsten, da gehst du mal auf 3 Sterne, was natürlich völliger Humbug ist für mich. Aber es wird. Ja, also ich bin da zuversichtlich, dass wir mit mir hier auch mal wieder gewinnen. Also nicht nur ohne mich oder ich mache mal hier ein paar Angriffe und der Rest holt hier eigentlich die wichtigen Sterne, sondern dass ich hier auch mal wieder wichtige Sterne hole, richtig schöne Sterne. Jeder hat eine kleine Schwächelphase und im Moment gehen meine CK-Sterne ganz, ganz schleppend hoch. Aber die vom Jennek hier, die gehen hier richtig krass hoch, denn der Jennek ist bald fertig mit seinem RH9. Ihr seht das hier auch an den Helden 30er Queen, 29er King. Und er hat auch gesagt, er geht auch auf RH10 in jedem Fall hoch, denn auch seine Base ist natürlich schon länger maxed out. Auch die Mauern und die Lager pickepacke voll. Also beim Jennek sind es auch nur noch Tage, die gezählt sind, bis er auf RH10 geht. Und ein wirklich schöner Golaloon hier vom Jennek auf die Nummer 13. 17 auf 13 hochgegangen. Wunderbar. Also RH9 hat hier nichts großartig anbrennen lassen. Ich habe, glaube ich, auch mit dem Alex einen Dreier geholt. Und dann gehen wir hier aber mal ein bisschen höher. Hier sehen wir jetzt schon einen Angriff vom Präver. Ich hatte ja gesagt, im letzten CK, schön, dass er mal wieder dabei ist. Und ich glaube, den Angriff hatte ich hier sogar schon, ne? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ob ich den schon hatte.
Oder ist der nur so ähnlich hier? Ich glaube, der ist nur so ähnlich. So ähnlich wie im letzten CK. Sehe ich gerade. Ja, okay. Was ich übrigens noch gefunden habe, ich habe in meinen letzten oder in meinen vielen Posts nochmal durchgeguckt heute. Das heißt, so die letzten 20 Seiten nochmal durchstöbert, denn mir ist es nicht entgangen, dass mir noch etliche Leute Bases nachgeschickt haben, die ich mal inspizieren soll. Und ihr seid nicht vergessen, ich habe mir sämtliche Tags nochmal notiert und werde die sicherlich abarbeiten. Also wann das kommt, weiß ich noch nicht, aber ich habe gedacht, bevor jetzt noch mehr Kommentare eintrudeln, schreibst du die mal raus, denn sonst gehen die ganz verloren und das sollen sie natürlich nicht, denn ihr seid meine Community, ich bin euch was schuldig und deswegen werde ich euch sicherlich auch besuchen, habe ich also keine Probleme mit. Und wir sehen hier mal einen richtig krassen Angriff vom Gara. Ihr seht das hier, 22 Hocks im RH10-Bereich. Also auch nicht wirklich üblich, so ein Angriff hier. Aber mal gucken, was sich der Gara dabei gedacht hat. Ich denke, er hat sich die Enge dieser Base hier zunutze gemacht. Und natürlich das außenstehende Rathaus, um hier jetzt schon mal den ersten Stern zu holen mit 4%. Ja, das ist dann eher was hier eigentlich so für so ein mindestens 2 Sterne, denn wenn du erstmal das Rathaus hast, dann schaffst du auch irgendwie hier die 50%. Aber Gara hier als RH11 geht natürlich in diesem Fall voll auf die 3 Sterne. Und jetzt gucken wir mal, noch ist der Warden nicht draußen. Er hat bisher nur King, die Queen und ein paar Heiler draußen. Ein paar Zauber sind natürlich auch schon geflossen. Mal sehen, wie das mit der Clanburg jetzt gleich klappt. Hier, oh, klasse gemacht mit dem Riesen, schön zur Ablenkung der restlichen Def hier. Mauerbrecher jetzt raus. Da hatte die Queen kurz mal Ruhe und konnte nochmal richtig durchgeheilt werden. Zündet jetzt aber nochmal einen Wutzauber und auch die Queen. Jetzt kommt die CB. Okay, da ist ein Hund drin, da hat er bestimmt nicht mit gerechnet, sondern eher mit etwas fetteren Truppen. Aber die Loons müssen in jedem Fall hier sterben, denn es sind ja noch eine ganze Menge Hocks am Start, die jetzt gleich rausgebracht werden. Also CB wird hier locker von der Queen gemacht und dann spulen wir hier einmal auf zweifach vor und jetzt könnt ihr mal richtig Hog Rider in Action sehen von RH10, Entschuldigung, von RH11 auf RH10, aber sie sind noch 6, also noch nicht 7 und entgegen des Infernos mit der Riesenbombe hier in die Infernos rein, aber man kann sich ein bisschen ausrechnen, das hat er auch richtig gut gemacht. Überall da, wo natürlich der Inferno nicht mehr hinreicht, er hat schön den Warden gezündet, mitten in die Hocks. Überall, wo der nicht mehr hinreicht, der Inferno, kannst du natürlich einen Heilzauber setzen. Wunderbar, hier die Hocks einmal durchgeheilt und Sprung für die Queen in der Mitte. Also richtig krasses Ding hier, kann man nicht anders sagen. Und schaut mal, wie viele Hocks hier am Ende noch über sind. Also die haben wirklich die Bude hier gerockt. Und toller Dreisterner hier von 6 auf 7. So, wir können noch ein kleines Stück höher gehen, glaube ich, und gucken uns, jetzt muss ich mal gerade schauen, ich hatte mir hier Angriffe ausgeguckt, ja, der Mastengo hat den hier nebenbei gemacht, hätte ich mal fast so gesagt, so nach dem Motto, so, jetzt machen wir mal eben 2 Sterne hier auf den ersten, ja, so hörte sich das so ein bisschen an und so sah das auch aus, ja, zack, 3 Sprung hier reingesetzt in die Base, was natürlich auch schon mal von Bedeutung ist. Denn hier weiß Maste genau, wie er hier reinkommen will. Und um hier den Funnel zu schlagen mit Hexen und Bowlern und dann mit den Masttruppen hier reingehen will in die Base hier. Also richtig krasses Teil. Auch hier super vorher überlegt, wo kann ich was setzen. Und ganz klar auf 2 Sterne hier, denke ich mal, gegangen. Aber am Ende werden sogar noch mal richtig viel Prozent. Ihr habt das ja schon gesehen. Denn es sind jetzt noch 33, 34, RH ist weg, die Adler-Diff ist weg und jetzt, ja klar, gehen natürlich Queen und der Warden so ein bisschen nach außen raus. Der eine Inferno da grillt jetzt gerade den King weg. Und aber mit den Hexen jetzt, die wirklich noch gut tanken, hier die ganzen Skellies von den Hexen, geht das hier nochmal ein bisschen weiter und geht hier richtig noch in die Prozente rein. Also das darf man nicht vergessen, solche Prozente hier waren natürlich in diesem CK hier enorm wichtig, dass wir sie holen. Und ich denke mal, dieses Mal war das Glück auf unserer Seite. Aber die dänischen Kollegen hier haben auch richtig gut gekämpft. Also gut ab.
Daumen nach oben für euch. Ihr seid ein starker Clan und hat mich gefreut, gegen euch zu kämpfen. Also es war wirklich ein toller CK hier, schön anzusehen. Auch auf unserer Seite wurden schöne Angriffe von, beziehungsweise auf deren Seite, auf unsere Basis gemacht. Und weil er uns den Sieg hergebracht hat, letztendlich gucken wir uns einmal den Angriff von Arthur hier an, auf die Nummer 8. Womit geht der Arthur vor? Ja, hier waren schon 99% drauf mit Minern vom FIFO. Und 99% ist natürlich immer eine Ohrfeige an der Stelle. Kann man nicht anders sagen. Denn dann hast du eigentlich auch 100 verdient. Wenn du so eine Base mit 99 abräumst, dann hast du einfach die 100 verdient. Und das war hier so ultra knapp beim FIFO. Das gab schon gar nicht mehr. Also das glaube ich, dass ihn das geärgert hat. Und der Arthur geht hier aber schön in die Base vor. Jetzt schon mal den ersten Stern reingeholt. Aber er wusste, er musste hier drei machen und hat auch, also Arthur hat das angesagt. Ja, den Dreier ich in jedem Fall. Und die Miner hier auf Max-Level sind auch echt stark. Wie viel hat er dabei? 30 Stück. Also 30 Miner hier in die Base gleich. Und ich muss mal eben schauen, wie er das überhaupt mit der CB gemacht hat. Ich habe beide Kämpfe parallel geguckt. Die des Sechsten vom Gegner-Clan und den vom King Arthur hier. Ah, jetzt weiß ich, okay, da hat er den King gezündet, um natürlich jetzt irgendwo mal die Clan-Burg rauszulocken. Denn die war doch schon etwas empfindlich für Miner. Jetzt kommt er hier, jetzt kommt er in die Base rein, jawohl. Und ihr seht das hier, ausschließlich Flugdev, also für Miner echt tödlich. Und jetzt schafft er es auch, endlich die Miner hier zu erledigen. Die Infernos sind jetzt nicht ganz so hoch. Und hier ist noch einer auf Single. Also ein Single-Inferno und ein Multi-Inferno in der Base hier. Und jetzt gucke ich mal, ich muss das selber mal schauen. Ah, er kommt von hier oben mit den vielen Minern. Ich gehe mal ein bisschen größer rein hier, dass man die mal richtig in Action sieht. Die Max-Miner hier, ich habe die nämlich auch noch nicht gesehen. Meine sind ja jetzt immerhin drei, die werde ich auch wieder antesten. Ganz, ganz sicher. Und werde euch berichten, ob die jetzt was taugen oder nicht. Aber hier erstmal schön von Arthur hier mit Wut erstmal durch den Multi. Jetzt waren es erstmal ein paar Skelette, die er machen musste. Hat hier noch den Warden jetzt in der Mitte. Ja, und jetzt mussten es irgendwie, die Miner mussten es jetzt reißen an der Stelle. Jetzt kommt hier nochmal eine Skelettfalle. Da halten die sich natürlich immer blöde dran auf, die Miner. Keine Frage. Und so lange sind die natürlich dann über Tage und kriegen Beschuss. Und eigentlich, ich hätte fast hier nicht gedacht, ja, mal sehen, wie knapp das hier wird. Aber dadurch, dass die natürlich immer wieder abtauchen, hält die Defense auch kurz mal inne. Und dann waren es ja aber am Schluss doch noch echt viele, die dann den Rest hier gerockt haben. Das war auch zeitlich sehr, sehr knapp. Aber es werden ja auch immer weniger Miner. Aber wenn man mal schaut, wie schnell die hier die Lager runterkloppen. Boah. Und auch jetzt hier die Sammler. Also das ist schon wirklich, wirklich krass gewesen hier. Kann man nicht anders sagen. Super Angriff hier mit Minern vom Chris, vom King Arthur auf die Nummer 8. Und ja, ich will nicht sagen verdienter CK, sondern glücklicher Ausgang dieses Clankriegs. Und wirklich toll gemacht. Das, was ich aber noch machen will, ich suche mal jetzt einen Gegner und gucke mal, ob ich nicht in Champ 1 komme. Wow, ich finde hier noch ein RH9 hier oben. Das ist natürlich super. Es tut mir leid, Fahad, aber du musst jetzt leider in meiner Folge, hoffe ich mal, denke ich mal dran glauben. Ich habe hier unten eine Kombi, ihr seht das, mit Bolan und Hexenheiler. Und was habe ich in meiner CB? Einen Golem. Also denke ich mal, gehen wir über die Queen-Seite vor. Ich schaue mal eben. Wir könnten natürlich wirklich super über die Heldenseite reingehen. Ich denke mal, das machen wir aber nicht, weil wir gehen hier ganz klar auf drei Sterne. Also hier mal zwei Hexen vorgeschickt mit ein paar Bolern und zwei Heiler dahinterher. Das machen wir auf der anderen Seite genauso. So, mit zwei Heilern dahinterher und ab durch die Mitte soll es dann eigentlich mit meinem Golem hier gehen. Und den lasse ich jetzt mal raus hier mit den Rest der ganzen Hexen hier. Und dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwo in diese Base reinkommen. Sicherlich nicht schön und sauber, aber der Mittel zum Zweck ist in jedem Fall da und wir müssen uns hier jetzt mal richtig krass durchbohren. Auch wenn das eine RH9 ist, da tue ich mich ja auch schon manchmal ein bisschen schwerer mit. So, da gucken wir mal.
Die müssen sich natürlich hier jetzt stark durchfressen durch jegliche Mauern hier. Und ich glaube, hier ist der Wut nochmal am besten. Ich hatte jetzt nur zwei Sprung dabei. Ich wusste ja jetzt nicht, dass ich auf einen Neuner treffe. So, hier muss ich den King allerdings mal zünden. Und mal sehen, wo ich hier... Ich hau hier mal meinen Fries rein. Ich glaube, da ist er am besten aufgehoben. An der Stelle. Und lasse ich hier jetzt mal meinen Drachen raus. Den Babydrachen, den habe ich mir so ein bisschen so für einen Schluss aufgehalten. Ja, es sieht noch ganz gut aus. Die Skellies lenken jetzt hier schön die Queen ab und ich hoffe, der Babydrachen wird hier die Queen auch machen. Das ist gelungen an der Stelle. Und ja, da musst du jetzt einfach mal einen Neuner dran glauben. Da könnte er mich jetzt wieder beschimpfen. Ja, aber es gibt immerhin 14 Pokies und ich bin damit auf meinem Höchststand. Also bin ich ja jetzt sowieso schon und bin damit in Champ 1. Also, ja, bin ganz normal hochgegangen hier. Hab sogar mein Elex zusammenbekommen, weil ich Dunkle natürlich auch nicht mehr brauche. Und deswegen kann ich hier fröhlich mit dunklen Truppen, solange wie es dann noch geht, farmen und schöne 14 Pokale hier. Ja, und der Lot passt natürlich auch, keine Frage. Und da, ich wurde befördert.